Bayerische Tsunamis. Ja, ich denke, wiegen hinstelle ist es verkehrt, egal wie. Ich muss nur gucken, dass ich hier hochkomme. Das wollte ich nicht. Danke. Ich möchte irgendwie ganz hoch. Green Wax. Okay, ich muss da irgendwie hochkommen. Da. Dann wird aus der Isar, die ist da. Kriegen wir das gleich? Das kriegen wir gleich. Ribatnahi. No! Ah, da fehlt ja noch was. Unsere Ohren sind komplett überflutet, aber noch so ein Meter oder drei sind es noch. Dann kann ich jetzt darüber springen oder nicht? Ging. Da liegt ein Dinosaurier. Glückwunsch, du hast T-Rex gefunden. Bananen können das Glück des Bootes wenden. Vor allem, wenn es um Fischerboote geht. Denn man glaubt, dass die Fische nicht fangen. Wahrscheinlich, dass die Fische nicht catchen, nicht fangen können, wenn Bananen an Bord sind. Und dass das Boot einen mechanischen Defekt erleiden kann. Sobald man die Banane gefunden hat und irgendwo auf dem Deck versteckt abgelegt hat, kann sie die falsche Karte umdrehen.
Hup, hup. Wie zum Henker habe ich mich dann hingestellt, dass ich mein eigenes Fahrzeug jetzt nicht sehe. Oh, Upgrade. Sehr cool. Okay. Ich dachte, ich breche zusammen. Aber I don't break together. Hä? Dass er wohl zwei Flüsse hier zu einem münden. Ich brauche nur einen Schlag. Ich muss nur treffen. Nice. Yes, 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 yes. Guten Abend, Alimoa. Alimoa? Alimao. Wie komme ich denn auf Alimoa? Na. Ja. Noch irgendwas kaputt? Das war's? Hast den Montag gut überstanden. Hallo, ja. Ja. Ja, geht. Man kommt ja immer irgendwie zurecht. Bekommt Ali Mav Gehalt oder bezahlt ihm seine Firma Alimente? Weil er seine Firma alle geschwängert hat. Seine Frau darf das aber nicht wissen. Nicht? Fehlt noch was? Ach, da oben. Hey, mal nicht so weit wegfliegen hier. Und gerade Suppe in der Kantine. Er arbeitet nur für die Suppe.
Deine Frau bringt das Geld nach Hause. Zu Hause. Ja, ich weiß, wo mein Deutsch nicht ist. Nämlich zu Hause. Zack, eins. Nee, ich möchte das Ding gerne haben. Das möchte ich haben. Warum geht das nicht? Ha. So, machen wir den Schandwerk hier weg. Das Ding, was einfach stört, habe ich nicht getroffen. Jetzt habe ich schon einen geupgradeten Hammer. Jetzt trifft er nicht. Halt. Da fliege ich doch selber runter. Nee, fliegen wir nicht. Der hat noch eine Unterseite. Alles Hände hintergehen ihn gerade. Was hat denn Alice damit zu tun? Warte mal. Das Ding liegt unter Strom. Okay, das ist wie im ersten Teil. Dann muss ich gucken, wo... ne? Macht das Ding irgendwas? Nichts zu scannen. Nee. Hier wird schon nichts sein, oder? Unter mir. Habe ich mich schon über Sonntag beschwert? Diesen Sonntag? Was war denn diesen Sonntag? Aber warte mal, bevor du dich beschwerst. Vielleicht beschwerst du dich ja in 50 Sekunden. Du bist ja meiner Zeit voraus, hast du gesagt. Ich weiß gar nicht, dass du das Recht hast, dich zu beschweren. Mein Hammer ist zu dick. Das hört man jetzt nicht so oft, aber... Schritte zurückgehen. Und da breakt alles together. 24 Stunden Rennen wurde frühzeitig beendet wegen starkem Nebel. Die sind sage und schreibe nur 7,5 Stunden Rennen gefahren. Dabei hast du die extra freigenommen, oder? Okay, hier ist Strom drauf. Ich muss... Ich glaube, ich muss ein bisschen aufpassen hier. Das ist der Strom, woher das kommt? Warte mal. Gibt es hier irgendwas zum Sammeln, was ich unbedingt... Nee, das ist kein Strom. Was? Nee, das war kein Strom, oder? Also das normale Geräusch, dass wir durch sind. Ja. Bin ich mir ganz sicher. Fritz-Cola hat ein neues Label. Hä? Sind die pleite oder was?
Wir haben hier ein neues Label. Neues Label braucht kein Mensch. Oh, was ist hier hinten? Eine Leiter. Ich weiß aber nicht, ob ich nochmal hoch muss. Oh, okay. Okay. Da sind jetzt zwei neue Köpfe drauf und da steht nun auch Original drauf. Hä? Waren es vorher die falschen? Und nein, ist von der anderen Seite noch irgendwas? Okay, das ist gut. Okay, ich sehe jetzt aber, hier war dann nichts. Wir können jetzt noch die Wand entfernen. Okay. Okay, die Wand sieht aber auch schon riskant aus. Ah nee, warte mal. Aber wenn das ja alles unter Strom ist, muss ich erstmal den Strom abstellen, nicht wahr? Aber wichtig zu wissen. Okay, theoretisch müsste es ja drunter sein. Ich möchte halt nur keinen Schlag kriegen hier. Ein Schalter. Das sieht aus wie ein Schalter. Oh, da gab es sogar ein Achievement. Wenn alles unter Strom steht, irgendwas. Das ist ja ein riesiger Text in Achievement. Perfekt, dann machen wir das gleich hier weg hier, ne? Sauber. Was ist das da?
alles richtig gemacht. Wurde die rangepirscht? Warte, den Boden lassen wir noch. Will der mit Lappen? Dann ist doch schon im Chat. Warum habe ich denn noch einen Lappen als Auftrag? Komme ich hier nochmal hoch irgendwie? Nein! Ah, dammit! Wird schon wieder ausrasten. Mensch, ein ganzer Herz. Wenn es dafür keine Quest gibt, gibt es einfach eine Quest für ein Herz? Scheinbar nicht. Obwohl, hier sind noch Nieten in der Mitte. Könnte relativ sicher sein, dass der Boden nicht wegfällt. Aber ich komme nicht da hoch. Steinsuppe, typisch lokales. Gemüsesuppe und so weiter. Wahrscheinlich wieder Plaste hier. Muss da hoch. Muss irgendwie wieder da hochkommen.
Was zum Henker leuchtet denn da rechts? Über der 1. Plus 5 plus 1. Was ist das? Und Infos oder was? Sprengstoffe. Nee. Das sind bloß die Infos. Was ist das da? 5 und 1. Das Spiel hat mir das nicht erklärt. Glaube ich. Es gibt ein Tortenmenü. Und wie öffnet man das Tortenmenü? Danke. Auf jeden Fall findest du... Okay. Die mobile Ladung ermöglicht hier... Ja, okay, das ist der Kran. Nee, was ist das? Die mobile Ladung ermöglicht es dir, die zerstörten Schiffsteile effizienter zu entsorgen, ohne den Schutt auf den LKW werfen zu müssen. Du kannst sie auf verschiedenen Schiffen finden oder sie in der Werkstatt kaufen. Um die gekaufte Fracht zu platzieren, musst du ein Walkie-Talkie auf dem... Okay. Aus Rohrleitung. Nee, ich verstehe es nicht. Was ist das? Was sind das für Zeichen? Warum wird uns denn nicht erklärt, was das da ist? Sind das Skillpunkte? Dann hätte ich gern gewusst, wie das mit den Skillpunkten läuft. Weil das sieht so aus, weil da Pluspunkte stehen. Oder will mir sagen, dass ich mir Sachen kaufen kann. Oder upgraden kann. Weil ich die Blueprints habe. K. Dass du aber auch keine Tastenbelegung hast oder irgendwas, was dir nochmal was irgendwas erklärt. Egal, soll mich nicht kümmern. So, die Leiter ist weg, da komme ich wohl nicht mehr hoch. Kann ich das von unten irgendwie klären?
Ich weiß nicht, ob das reicht. Okay. Jetzt wird's dunkel. Gibt hier einen Feuerlöscher irgendwo? Das da ist wahrscheinlich keine gute Idee. Da gehe ich mal hoch. Und machen erstmal das hier alles weg. Mit ihm hier? Ah, hier. Hammer. Was? Oh, verdammt, die stand nicht mehr. Eigentlich habe ich die Leiter gelassen. Das ist ja wohl frech. Bist du noch fest? Geht es von innen fest, ne? Ciao.
So. Hier haben wir ihn noch. Nee, es geht nicht. Geht auch nicht. Wir hoffen, dass ja alles zusammenbricht. Das hätte jetzt schief gehen können. Okay. Ja. Oh. Ich trage zu viel. Da komme ich wohl nicht ran. Lia, du bist doch Nissan-Nudel-Expertin. Okay. Warte mal. Kann ich hier balancieren? Das muss ich auch noch abmachen irgendwie. Ja, ist das Geländer weg.
Okay, besteht die Hoffnung, dass hier alles weggeht. Und es bewegt sich nichts, alles klar. Wo gibt's Cognac-Nudeln? Günstig. Okay, das stellt mich schon zufrieden. Können wir das gleich hier machen? Beziehungsweise. Mal wegnehmen. Oha, mein Magen. Der grummelt rum. Nichts gegessen und trotzdem grummelt er rum. Okay, in der Theorie. Oh, die Treppe ist ja schon weg. Hä? Oh. Okay, das war jetzt richtig Glück. Ich wusste nicht, dass da eine tragende Wand ist. Also, die trägt mich, meine ich damit. Dante spielt Cosmut hier. Ich vermute, Frantic ist online. Wir haben auch kaum Sachen in den LKW geschmissen bis jetzt, ne? Wir haben nur abgebaut. Das ist zu weit. Das sehe ich ein.
dafür brauche ich längere Arme. Das im Weg ist unfassbar. Ja, los, komm, zeig Füße. So, guck mal, aha. Hier zum Hämmern. Das ist ein Lappen. Und tschüss. Ah, Arm lockern, lockern. Ziehen, drecken. Ah. Okay, stimmt, wenn wir hier den Boden wegmachen, kommen wir da sicher noch mal ran. Warum mache ich denn nicht das, was ich sage? Thank you.
Ich trage zu viel, natürlich. Zu viel Verantwortung. Gut. Sprengstoff. Er will jetzt tatsächlich den Sprengstoff verwenden, ne? Dann macht er aber andere Dinge kaputt. Das will ich doch gar nicht. Na gut. Dann machen wir erstmal andere Dinge. Über das Auto. Da kann man doch viel besser werfen. Im ersten Jahr haben wir Sprengstoff nur gebraucht, wenn wir Tresore öffnen wollten oder so. Wenn ich mich recht erinnere. Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch Tresore. Obwohl, es gibt das Metall Gold nicht. Und Tresoren kann ja auch Geld versteckt sein, ne? Wer findet, darf es behalten. Ach, jetzt musste ich nicht wegspringen, jetzt konnte ich es einfach nehmen. Hä? Okay, ich frag nicht nach. Ich nehme einfach. Jetzt war ich irgendwas anderes gemeint mit Sprengstoff. Huh.
Gebt gleich was auf Smooth Operator. Es geht gerade überhaupt nicht smooth. Okay. Mal Licht aus, man sieht gar nichts. Da schon wieder 23 Uhr durch. Die Kumpel sind noch lange nicht fertig. Mit dem Schiff hier.